von dem Predator. Man merkt halt wieder diese Wärmebildsicht. Und der Predator bringt die alle um. Man sieht das aber nur offscreen. Der Predator sammelt ja Trophäen. Und er nimmt King Willys Kopf mit und macht den sauber. Das ist dann am Ende nur noch das Skelett. Gary Busey kommt auf einmal wieder. Der wird dann leider enthauptet. Was geht ab, Filmfreunde? Hier ist wieder Pete von We Love Movies, We Live Movies. Und heute für euch Predator 2, mein nächstes Solo-Projekt. Ich führe das jetzt auch weiter. Als nächstes kommt nicht Predator, sondern Alien vs. Predator. Ich werde es auch chronologisch erzählen. Und heute ist halt das Thema Predator 2. Predator 2 ist sowas wie der trashigste von allen Predator-Teilen. Hat aber komischerweise so viel diesem Universum dazugefügt. Wir müssen ja sagen, der ist von 1990, also 3 Jahre nach dem ersten. Und in dem Film sind Sachen, die einfach für die weiteren Teile, die da gekommen sind, das war einfach essentiell. Es war einfach wichtig. Der Film hat ein ganz anderes Setting, es spielt nicht im Dschungel, obwohl die erste Sequenz ist, man sieht halt wieder so Bäume und so, man denkt, es ist wieder im Dschungel, doch dann kommt gleich so eine Großaufnahme, dass man in Los Angeles ist. Der Film spielt aber zeitlich 1997, also 10 Jahre nachdem, was im Dschungel passiert ist mit Arnie. Die Hauptrolle ist Danny Glover, sollte eigentlich Patrick Swayze sein. Und Arnold Schwarzenegger auch, hat aber beides nicht geklappt. Die dritte Wahl war sage und schreibe Steven Seagal. Wäre ja auch lustig, sich das vorzustellen, wenn Steven Seagal gegen den Predator gekämpft hätte. Mit seinem Aikido. Wäre auch eine geile Nummer geworden. Aber ist halt nicht so gekommen, man hat halt Danny Glover genommen. Und das passt halt auch perfekt. Der Film fängt halt an, es ist eine Megaschießerei zwischen kolumbianischen Drogenhändlern und der Polizei. Ich sage euch aber gleich, das ist nicht realistisch gemacht, das ist wie so eine Art Comic, so richtig Trash. Die Gangster, die halten die Waffen so, da kann man noch gar nichts treffen und es ballert und ballert. Polizisten werden angeschossen, Gangster werden angeschossen, das geht halt hin und her. Das ist der Anfang, es geht gleich vollkommen los mit Geballer. Danny Glover kommt, er ist Polizist. Die Gangster gehen da an irgendeinen Unterschlupf und holen sich neue Waffen. Die sind auch bewaffnet wie die US-Armee. Die haben zig Waffen, die haben Granatwerfer, die haben 50-Kaliber-Waffen. Vor allem in einem kurzen Raum in einem Haus eigentlich total sinnlos. Und die werden halt von dem Predator, man merkt halt wieder diese Wärmebildsicht, und der Predator bringt die alle um. Man sieht das aber nur offscreen. Es explodiert halt mega was, die sind halt auch total auf Kokain, die ganzen Gangster, die da rum sind, und die sterben alle weg. Die Polizisten stürmen das Haus, die kommen da rein und sehen halt alle Leichen zerlegt, alles Brustkorb rausgeschossen mit seiner Plasmakanone. Wenn man das im ersten Teil gesehen hat, weiß man schon bei manchen Sachen, wie die gestorben sind. Und das ist auch das erste Aufeinandertreffen schon zwischen dem Predator und zwischen Danny Glover. Also er erkennt diese Silhouette, diesen Tarnanzug. Er denkt natürlich, er bildet sich das irgendwie ein. Wir wissen natürlich, er bildet sich das nicht ein. Und er spielt auch halt auch schon, dass da wieder irgendwas nicht stimmt. Das ist halt Predator. Aber es geht halt gleich von Anfang los. Das ist nicht so wie im ersten Teil. Danny Glover, seine Truppe, besteht aus dem wundervollen, leider schon verstorbenen Bill Paxton. Bill Paxton hat ja eine wundervolle Ehre, die kein anderer Schauspieler hat, außer jemand anders noch. Das ist Lance Henriksen. Bill Paxton wurde 1984 im ersten Terminator-Teil vom Terminator getötet. Bill Paxton wurde 1990 im Predator 2 vom Predator getötet. Und ich habe es gerade übersprungen und 1986 in Aliens, die Rückkehr, also der zweite Teil, wird er von den Alien getötet. Also Bill Paxton ist der Schauspieler, der von allen drei Ikonen umgebracht wurde. Das hat nur ein anderer Schauspieler noch in so einer Art und Weise geschafft. Zählt halt nicht ganz, weil er im zweiten Teil nicht wirklich ein Mensch ist, sondern ein Android, nämlich Lance Henriksen. Der heißt der Bishop. Nur mal so ein kurzer Zusatz so für euch. So, und das ist halt so die Polizei drüber. Er hat dann noch ein paar andere Leute um sich herum. Sein Gegenspieler ist niemand Geringeres als wieder Gary Busey. Alarmstufe Rot, Hot Boys, habe ich ja alles schon erwähnt. Da komme ich auch gleich mal zu einem Punkt.
es macht noch jemand anders in dem Film mit, das ist mehr so ein Nebencharakter, das ist Steve Kane, der spielt da so einen Sergeant. Und dieser Schauspieler spielt aber in den Lethal Weapon-Teilen mit Mel Gibson und Danny Glover den Captain von den beiden, nämlich Murphy. Und ich muss immer wieder sagen, hätte man Mel Gibson noch damit reingebracht, wäre das Lethal Weapon gegen Predator gewesen. Das wird, eigentlich fehlt nur noch Mel Gibson, weil er spielt in Los Angeles. Lethal Weapon-Teile spielen alle in Los Angeles. Wir haben Danny Glover dabei, wir haben den Steve Cannon dabei, wir haben Gary Busey dabei, der ist von Lethal Weapon 1, der Bösewicht. Und wenn jetzt noch Mel Gibson dabei gewesen wäre, hätten wir ein Lethal Weapon gegen einen Predator gehabt. Das wäre ja was mega Geiles gewesen. Das ist genauso interessant wie ein Steven Seagal gegen einen Predator. Der Film ist auch ordentlich brutal. Also gibt es auch so eine Szene, da hat so ein kolumbianischer Drogenchef, der hatte gerade Sex mit einer Frau und dann kommen die Jamaikaner da rein, hängen den da auf, hauen ihn das Messer in den Körper rein, bringen ihn nach oben, der Predator sprengt die Party, bringt wieder alle um. Das sieht man dann auch diesmal. Man sieht auch, dass der Predator ein neues Spielzeug hat. Seine Wurfscheibe, sein Speer, dann sein Netz, was man alles schon aus den, was man dann alles aus den nachfolgenden Teilen schon gesehen hat, wurde dort eingeführt. In diesem Teil wurden diese Waffen mit eingeführt. Und der Gary Busey, der ist so ein Regierungsagent und der will die ganze Zeit, dass der Hardigan, das ist Danny Glover, sein Charakter, sich aus diesen Ermittlungen da raushält, aber der Hardigan hört halt nicht drauf. Da, wo auch jetzt da alle umgebracht wurden, da geht halt sein Kollege, der geht da in der Nacht hin und versucht dann noch nach Spuren zu suchen. Da wird er leider von dem Predator getötet. Danny Glover schwört Rache. Der Gary Busey will alles daran setzen, dass der Danny Glover sich da nicht mit einmischt, aber er hört halt auch nicht drauf. Der trifft sich sogar dann noch mit diesem jamaikanischen Gangleader, dem King Willie. Und der King Willie denkt aber mehr, das ist mehr so ein Dämon von der anderen Seite, ich glaube so Himmel und Hölle, bedeutet das, die reden da miteinander, er ist der Polizist, er ist Gangster, er geht dann weg und in dem Moment kommt schon der Predator und tötet dann auch den King Willy. Da sieht man dann auch das erste Mal das Schiff von dem Predator, weil der Predator sammelt ja Trophäen und er nimmt King Willys Kopf mit und macht den sauber, dass dann am Ende nur noch das Skelett, also der Schädel, da ist der Totenkopfschädel. Also man sieht da so diese ganzen Einzelheiten, so was man so im ersten Teil noch nicht so richtig gesehen hat. Im ersten sieht man das auch kurz, aber da sieht man es halt noch detaillierter. Der Film ist halt auch ein Schlachtfest. Ja, also der Showdown ist sogar am Ende in einem Schlachthof. Er ist auch im Gegensatz zu Teil 1 immer noch ab 18. Teil 1 ist ab 16. Die waren ja beide auch alle mal früher auf dem Index. Das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr so. Aber der hat auch seine 18 weiterhin behalten, nicht so wie Predator 1, der ab 16 mittlerweile ist. Und das ist vollkommen gerechtfertigt, weil es geht schon ordentlich zur Sache. Der King Willy wird umgebracht. Danny Glover quatscht halt mit seinen Leuten, die finden halt noch so eine kleine Waffe, so was der Predator mit seiner Apparatur oder so abschießen kann, finden halt raus, dass dieser Pfeil da besteht, ist mit keinen Elementen auf der Erde vergleichbar und er merkt halt schon immer wieder alleine schon durch Gary Busey, dass irgendwas ganz gewaltig nicht stimmt und dass ein neuer Spieler in der Stadt ist. Das wird ja auch schon ab dieser Nummer, wo dann diese ganzen Jamaikaner da umgebracht werden bei diesen kolumbianischen Drogenboss und die da alle aufgehangen werden, merken die schon, dass ein neuer Spieler in der Stadt, weil es sterben ja Kolumbianer und Jamaikaner auf beiden Seiten. Und Bill Paxton ist ja einer von seinen Leuten, er ist dann noch mit einer anderen Officerin unterwegs und die sind dann in so einer U-Bahn. Und in der U-Bahn sind halt auch Kriminelle mit dabei. Und es hat irgendwie jeder in der U-Bahn ist da bewaffnet. Und der Predator trifft da auch zu. Es gibt ein mega Blutbad, es sterben wieder alle. Bill Paxton leider in dem Moment auch, aber wieder total ehrenhaft, so er alleine, er hat schon gar keine Kugel mehr, er schmeißt noch seinen Golfball auf den Predator und der Predator bringt dann Bill Paxton halt noch um, man sieht dann halt dann auch so aus den Weiten, weil der Danny Glover erreicht dann diesen Tatort, kommt hin, sieht diese U-Bahn da und geht hinter die U-Bahn und sieht dann schon von Weitem, sieht man so wie gerade der Predator die Wirbelsäule, seinen Kopf und ich denke mal, das wird die von Bill Paxton, die Leiche gewesen sein, nimmt und abhaut und über die Dächer verschwindet und Danny Glover fährt halt mit dem Auto hinterher und jagt ihn und sucht ihn, wo er hin möchte.
und kommt dann in so einem Schlachthaus halt an und da ist halt schon Gary Busey und seine ganzen Regierungsleute und da erfährt man halt auch, dass sie den fangen wollen, die wollen den nicht umbringen, weil sie natürlich den seine Technik, weil er diese Tarnvorrichtung hat, die wollen das natürlich wieder alles für sich nutzen und wollen den Predator fangen. Und haben dadurch auch so spezielles Licht und haben das da alles mit irgendwelchen radioaktiven Staub eingesprüht, dass der Predator die nicht durch seine Wärmesicht erkennt. Das klappt auch am Anfang. Aber der Predator merkt halt auch, dass irgendwas nicht stimmt und man merkt halt das erste Mal, dass er an seiner Maske auch die Sicht ändern kann. Er dann andere Sichten ausprobiert und dann erkennt er diese Scheinwerfer, mit denen die da in diesen Schlachthäusern rumlaufen. So, gleiches Spiel wie immer, Predator bringt wieder alle um, es geht schief. Man denkt doch, Gary Busey ist gestorben, das ist aber noch nicht ganz so. Weil Danny Glover flippt dann halt aus, der geht zu seinem Kofferraum, der bewaffnet sich mit allem, was er hat. Er stürmt das Schlachthaus und will diesen 1 gegen 1 Kampf gegen den Predator. Und das geht auch hin und her. Er kriegt eine Abrichtung von dem Predator ab, seine ganze Weste, sie glüht, er muss sie ausziehen, er schießt mit der Shotgun auf den Predator, er liegt auf dem Boden, er denkt, er ist tot, der Predator lebt wieder. Gary Busey kommt auf einmal wieder, der wird dann leider enthauptet. Also dieser Film ist, wie es schon jetzt, ich sah es nochmal, es ist ein Schlachtfest. Dann ist halt nur noch Danny Glover und der Predator da und der Predator jagt Danny Glover oder Danny Glover jagt den Predator. Das geht dann nur noch hin und her. Die sind dann auf dem Dach. Dann fallen sie so von dem Dach runter, halten sich nur noch an so einer kleinen, also der Danny Glover liegt da an so einem Vorsprung an einem Dach, der Predator hält ihn am Arm fest und will sich dann selbst in die Luft sprengen, wie im ersten Teil, zusammen mit Danny Glover. Aber Danny Glover schafft es, sein Wurfding, den Arm abzutrennen und dadurch auch diese Bombe zu deaktivieren. Der Predator hat nur noch einen Arm, fällt runter, hält sich an einem Rohr fest und landet in einem Bad von einer alten Lady. Da sieht man dann auch, wie der Predator sich richtig krass verarztet. Er schreit auch, also es ist sehr schmerzintensiv, weil er hat halt seinen Arm verloren. Er nimmt da irgend so ein Zeug mit so einer blauen Flüssigkeit, die in einem anderen Predator-Teil noch eine Rolle spielen wird. Und er verarztet sich in einer Wohnung von einer Oma. Und die Oma hört das halt die ganze Zeit, die steht schon mit einem Besen da. Der Predator verarztet sich, er schreit, er rennt so richtig wutentbrannt raus aus dem Bad, macht die Tür kaputt, die Wohnungstür kaputt. Danny Glover kommt rein, die alte Frau so, der so, nein, alles gut, ich bin Polizist. Und die Frau nur so, ich glaube, das ist dem scheißegal. Danny Glover jagt wieder den Predator, die kommen in so einen Fahrstuhlschacht und ist alles dunkel und dann Danny Glover springt halt mit runter und landet auf dem Schiff vom Predator. Er geht in das Schiff rein und da sieht er diese Trophäenwand. Und diese Trophäenwand, die man da links sieht, die ist sehr wichtig, weil an dieser Trophäenwand ist halt auch ein Alien-Schädel. Also ein richtiger Xenomorph-Schädel. 14 Jahre später kam dann Alien vs. Predator. Und diese Szene, ja, mit 14 Jahren kannte man das schon, aber das hat alles, oh was, die kennen sich, Predator und Alien. Geile Nummer. Und dann kommt halt der Predator und dann gibt es halt wieder 1-gegen-1-Kampf, den dann Danny Glover gewinnt. Er ist auch schon richtig ramponiert und auf einmal stehen so um die 10 Predator um ihn drumherum und er steht nur noch da. Oh Gott, okay, wer ist der Nächste? Aber die Predator wollen bloß den Leichnam von ihrem Predator. Der Chef Predator gibt ihm noch so eine Pistole, so eine Piratenpistole, wo auch das Jahr drauf steht, 1715, wodurch Danny Glover versteht, dass die schon früher da waren, die Predator. Und da sagt der Predator noch zu ihm, das ist deine, und jetzt verschwinde. Die hauen ab mit ihrem Schiff unten aus der Kanalisation, ab hoch in den Weltraum. Dann kommt noch einer von den Regierungsagenten, der überlebt hat, der regt sich voll auf. Ja, Hardigan, du bist dran schuld, dass die jetzt weg sind. Und der Hardigan komplett voll mit Asche und dieser Pistole und sagt, du wirst noch eine neue Chance bekommen. Also wieder so richtig schön respektvoll. Wir haben auch eine Szene wieder, wo eine von den Police Officern, die ist schwanger, die Frau, und da sind wir wieder mal, dass der Predator hat ein Ehrgefühl. Er hat diese Frau so in der Hand und scannt sie so und merkt, dass sie halt ein Kind in sich trägt und lässt die Frau leben. Also wirklich dieser Moralkodex, den der Predator hat, ist immer wieder, was ich so beeindruckend finde. Er ist ein grausamer Killer,
aber halt nie unschuldig. Und in dieser U-Bahn, was da unten passiert ist, waren einfach alle bewaffnet. Ja, dann waren das halt alle, die bewaffnet sind und sind dann halt auch gestorben. Aber er würde nie jemanden Unschuldigen irgendwas antun. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Ist auf jeden Fall ein cooler Film. Er ist für mich auch unersetzbar, was diese Reihe angeht. Er ist halt trashig. Er ist wirklich sehr trashig. Der werdet das sehen, wer den noch nie geguckt hat. Aber er ist echt brutal. Und er hat halt eine Menge zu diesem Universum beigetragen. Und ich... Ist einfach auch ein geiler Film. Er ist nicht so gut wie der erste. Das ist auch gar nicht schlimm. Es muss auch gar nicht immer so sein. Aber ich finde, er war eine wundervolle Ergänzung. Dann, ich habe halt immer dieses Spiel mit diesem Mel Gibson. Wenn der dabei gewesen wäre, dann hätten wir ein Lethal Weapon gegen den Predator gehabt. Ich finde, das, die ganzen Schauspieler, das hat alles gepasst. Es wäre eine geile Nummer gewesen. Und so gesehen haben wir das auch. Es ist ein Lethal Weapon 0,5 gegen den Predator. Nee, das finde ich cool. Das ist so mein Fazit zu dem Film. Es gibt auch... ein geiles Bonus, das war früher am Ende vom Film, ist leider heute nicht mehr drauf, ich habe heute noch mal geguckt nach der Blu-ray, es ist nicht, gibt so eine Sequenz, die geht so 2 Minuten, da tanzen die ganzen Predator in den Schiff und Danny Glover so dazwischen und die tanzen, das sieht total cool aus. Könnt ihr euch auf YouTube angucken, das Video, das gibt's wirklich, gibt da einfach einen Danny Glover Dancing with Predators. Da seht ihr Danny Glover tanzen mit Predatoren. Nee, das ist mein Review zu Predator 2, das nächste wird nicht Predators, sondern Alien vs. Predator. Ich mache das jetzt chronologisch. Und damit freue ich mich dann auch bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Das war euer Pete. Ich wünsche euch alles Gute, was man nur haben kann. Haut rein. We love movies. We live movies. Peace. I got time to bleed.